diesen kurzen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums hören, liebe Schwestern und Brüder, dann ist mit diesen Worten Jesu das eigentliche Stichwort dieses Evangeliums und auch des heutigen Sonntags noch nicht benannt. Das Tagesgebet hat uns in den, wenn man so will, wenn man davon sprechen will, in den Leitgedanken dieses Sonntags eingeführt. Wir nennen ihn seit langem den Sonntag des Poimenkalos, wie es im Testament wörtlich heißt, des schönen Hirten. Wir kennen das unter dem Stichwort des guten Hirten. Das ist das Umfeld eines Begriffs, einer Wirklichkeit, wie Jesus von sich selber spricht, von sich und von Gott gleichzeitig. Der Vater und ich sind eins, sagt er am Ende des Evangeliums, das Generationen von Christen inspiriert hat. Offenbar war diese Inspiration am Anfang besonders groß. Es gibt tausende von Inschriften, von Fresken, von Gestalten, vor allen Dingen auf christlichen Sarkophagen. Da sieht man eine jugendliche Gestalt, einen jungen Mann, der ein Schaf auf der Schulter trägt. Es hat eine große Bedeutungsvielfalt, diese Gestalt. Die taucht auch bei antiken Göttergestalten auf, aber die Christen sehen Christus in dieser Gestalt und sie taufen diese antike heidnische Gestalt geradezu. Ja, das ist unser Hirte. Der trägt uns durch das Leben. Und er trägt uns nicht nur durch dieses Leben, sondern er trägt uns über die entscheidende Schwelle, nämlich durch das Tor des Todes ins ewige Leben, auf die Weide des lebendigen Gottes. Das kann dieser Hirte. Und diese Inspiration des Anfangs setzt sich durch unterschiedliche Epochen fort. Manchmal verliert sie sich, wie im Frühmittelalter, taucht nicht ein einziges Bild, soweit man das heute weiß, über guten Hirten auf. Aber dann, im Hochmittelalter, kommt sie wieder. Es gibt eine schöne Klaristenregel, die eine wunderbare Illustration hat vom guten Hirten, der die Schwestern führt auf die Weide des Lebens, wenn sie in der Spur von Clara und Franziskus bleiben. In der Reformation und in der Zeit der katholischen Reform taucht das Bild wieder auf. Und heute an diesem Sonntag feiern wir mit dem Sonntag des guten Hirten zugleich den Sonntag der geistlichen Berufung. Da ist eine Inspiration auch gegeben für das, was zurzeit umstritten, einige sagen heftig in der Krise ist, das kirchliche Amt. Und es gibt schon lange vor dieser derzeitigen Krise kritische Stimmen dazu. Ich las bei einem sehr bewanderten Theologen dieser Tage eine ältere Bemerkung, die vielleicht 20 Jahre alt ist, dass man diesen Sonntag eher als einen Feiertag der apostolischen Sukzession, also der Nachfolge der Apostel, anlegt, denn als Buß- und Bettag möglicher Degeneration. Hinter dieser Kritik steckt etwas, das schon im Alten Testament vorkommt, bei Jeremia, aber vor allen Dingen im Kapitel 34 beim Propheten Ezechiel. Dort reißt sozusagen Gott der Geduldsfaden. Er sagt, ich habe meinem Volk Hirten gegeben. Komplette Versagen. Auf der ganzen Linie. Was machen die nämlich? Das können Sie in etwas vornehmerem Deutsch dann in Kapitel 34 bei Ezechiel lesen. Die weiden sich selber. Die kümmern sich überhaupt nicht um die Schafe. Die Herde wird geplündert, auseinandergerissen. Die sind zerlaufen, die halten nicht mehr zusammen. Das ist überhaupt nicht mehr erkennbar als eine Herde. Und was machen die Hirten so in Ezechiel? Sie sind mit sich selber beschäftigt. Aus diesem, so nennt das dieser Theologe, aus diesem göttlichen Hirtenbrief erwächst die Kritik und erwächst sie vielleicht auch heute. Wir müssen, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen alles das kritisieren und Kritik an uns heranlassen, was dem Evangelium Gottes nicht standhält, was vor diesem Anspruch nicht Bestand haben kann. Das dürfen wir nicht nur kritisieren, sondern wir sind geradezu verpflichtet dazu. Aber da beginnt ja dann erst die spannende Frage. Kritisieren kann man schnell.
Aber die Frage, die wir uns stellen müssen heute an diesem Sonntag des guten Hirten und mit dem Wort Jesu noch im Ohr, und dass es ein bisschen tiefer noch sickert ins Herz hinein, ist: Was entspricht denn dem Evangelium? Was hören wir denn da? Was erfahren wir vom guten Hirten? Und wenn wir heute von Hirten in der Kirche sprechen. Es gibt ein zentrales Wort im heutigen Evangelium, das uns das alles aufzuschließen vermag. Jesus sagt: Ich gebe den mir anvertrauten, den Schafen meiner Weide, ich gebe ihnen ewiges Leben. Und wenn Sie vielleicht sagen, klingt gut, aber ist ja jetzt mal noch lange nicht. Wir müssen die Sätze, die Jesus vorher spricht, dazu nehmen. Da redet Jesus eine ganz lange Zeit hinweg und erklärt seine eigene Existenz. Diesen Satz, ich gebe den mir anvertrauten ewiges Leben, kann er nur sagen, weil er vorher gesagt hat, ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Alles, was ich bin, was ich kann, wer ich bin, das bin ich bereit, dran zu gehen, damit diese anderen, die mir anvertraut sind, leben können. So ist Gott. So ist Gott als Hirte seiner Herde. So ist Gott für die, die zu ihm gehören wollen. So ist Gott für uns Menschen. So lebt Jesus, so stirbt Jesus. Und genau so bleibt er gegenwärtig bei uns. Auch in dem, was wir Kirchliches haben. Ein wahrlich hoher Anspruch, dem aber jeder, der sich Hirte nennt, in der Kirche verpflichtet ist. Das Leben geben, das ist die Spur des Evangeliums, das ist die Fußspur Jesu, in die es gilt, die Füße sicher zuweilen zaghaft, eher oft zaghaft denn mutig hineinzusetzen, um genau diesen Weg zu gehen. Und ich möchte Sie auf zwei Spuren führen, die den gleichen Weg zeigen, den Jesus geht. Papst Benedikt hat in einer Generalaudienz, wir haben ja dafür gebetet, wir waren mit einer kleinen Gruppe der Burschen Gemeinde in Rom und durften an der Generalaudienz teilnehmen. Und ausgerechnet bei dieser Audienz sprach der Papst über das Leitungsamt der Kirche, über die Aufgabe des Priesters jetzt im nächsten Jahr, über die Aufgabe des Hirten. Und er sprach als erstes von den drei Aufgaben, die dem Hirten zugegeben werden, vom Lehren. Das wird zunächst vielleicht für uns fremd. Aber im Neuen Testament wird es sehr oft gekoppelt. Wir sehen das schon bei Jesus, wenn die Menschen sich um ihn drängen, sich um ihn versammeln. Er lehrt sie lange, denn sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das Erste, was er tut, ist Menschen wieder den Sinn des Lebens zu erschließen, sie auf eine Spur zu führen, wo man eine Ahnung davon bekommt, wie das Leben überhaupt gelingen kann, wie es werden kann, wie es wachsen kann, wie es nicht in sich selber verschlossen bleibt. Jesus als der Lehrer und Hirte. Die Schriften der Apostel im Neuen Testament, die Briefe, betonen das immer wieder. Paulus im Epheserbrief: In der Gemeinde werden Hirten und Lehrer bestellt. Der erste Petrusbrief spricht vom Aufseher und vom Hirten eurer Seele. Es ist noch einmal wichtig, dass wir das kurz an uns heranlassen, denn bei diesem Bild geht es eben nicht darum, dass da eine Befehlsgewalt über blökendes Vieh hat, die dann über die Stöckchen springt, die man hinhält, sondern es geht um den Lehrer in der Spur Jesu, der sozusagen selber von der Wahrheit geführt wird und sich der Wahrheit, die Christus ist, verpflichtet weiß und sich als Pädagoge dieser Wahrheit versteht. Menschen zu gewinnen, diese Wahrheit zu entdecken und sie als die Wahrheit ihres Lebens anzuerkennen und zu leben. Und deshalb kann der Papst, wie ich finde, sehr zu Recht sagen, dass der Priester als der Hirte und Lehrer nicht eigene Ideen, so Papst Benedikt, keine eigene Philosophie, die er selber erfunden hat oder die er entdeckt hat oder die ihm gefällt, verkünden soll. Der Priester spricht nicht aus sich heraus, er spricht nicht für sich,
um sich vielleicht Bewunderer oder eine eigene Partei zu schaffen. Er sagt keine eigenen Dinge, Erfindungen, sondern inmitten der Verwirrung der ganzen Philosophien lehrt der Priester im Namen des gegenwärtigen Christus. Er bietet die Wahrheit an, die Christus selber ist und die von ihm kommt und zu ihm führt. Wie gelingt das? Indem man sich, die Priester voran, das ist der Anspruch, an die sie als Gemeinde, als getaufte Christinnen und Christen auch uns immer wieder erinnern müssen und manchmal erinnern mit einem sanften Schubs, dass man mit der Nase wieder draufgestoßen wird oder mit anderen Körperteilen, die ich jetzt in der Predigt nicht erwähnen will. Wir müssen uns so in die Existenz Jesu vertiefen und so sein Wort zu eigen machen, dass wir nichts anderes zu sagen haben als dieses Wort, als diese Wahrheit. Und damit kommt schon ein zweites in den Blick, was die Aufgabe des Hirten, der ja immer ein guter Hirte, wie Christus sein soll. Damit kommt das zweite schon in den Blick. Das ist die Spur des letzten Sonntags. Als wir hörten, wie Jesus Petrus beauftragt, dass er ihm nachfolgt und ihm sagt, weide meine Lämmer, haben wir dieses Hirtenwort, wie Jesus von sich es auf den Petrus überträgt nach seiner Auferstehung. Einem Petrus, der von sich selber und von den Aposteln sagen kann, Herr, wir haben alles verlassen. Das ist genau die Spur, um die es des Weiteren geht und die wir nicht, auch in den aktuellen Diskussionen, nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Es ist die Spur des Allesverlassens, wenn man denn Hirte sein will. Hans-Urs von Balthasar sagt dazu, dieser das Leben als Ganzes fordernde und verzehrende Volleinsatz des Priesters unterscheidet ihn von noch so engagierten Teileinsätzen, die neben diesem Hirtendienst noch ein anderes Eisen im Feuer haben. Darauf müssen Sie auch achten, liebe Schwestern und Brüder, dass die Priester nicht noch ein anderes Eisen im Feuer haben, nicht hier noch was und da noch was. Dabei geht es natürlich auch um den Zölibat, auch. Aber er muss eingebettet sein in alles andere. Sonst steht er irgendwie allein und wird dann nicht verstanden. Die ganze Existenz des Priesters hat radikal zu sein. Radikal im Blick auf das Evangelium, radikal auf den Verzicht, radikal auf das alles Verlassen, wovon Petrus spricht, radikal auf die Existenz Jesu. Diese Existenz von Hans-Urs von Balthasar noch einmal hat ihre besonderen Ansprüche. Die sind nicht enthalten in einem allgemeinen Ruf zur Nachfolge. Ein noch so begabtes Schaf kann nicht als solches die Funktion des Hirten übernehmen. Es bleibt der Radikalismus des Evangeliums. Und wenn er fehlt, liebe Schwestern, dann gerät das Amt in die Krise. Dann ist auch ein Zölibat nicht mehr verständlich. So, wie wir das jetzt in den Umfragen sehen. Natürlich, das weiß jeder von uns, man kann nicht mehr Zölibat abstimmen lassen über Statistiken oder Forsa-Meinungsinstitute. Aber die andere Seite ist, dass wir doch, die wir zu leben versuchen, oft genug damit kämpfen und ringen, verantwortlich dafür sind, ob das Zeichen spricht und ob diese Lebensform gebunden ist an die Radikalität, zumindest mit dem Anspruch der Radikalität, der damit verbunden ist. Das Beispiel Jesu selber und das Beispiel der Apostel sind hier verpflichtend. Davon gibt es keine Ermäßigung. Wenn wir also an diesem Sonntag des guten Hirten auch um geistliche Berufe beten und die Hirten, die derzeit in der Kritik stehen, die Augen sind auf uns alle gerichtet damit. Und es steht wirklich in diesen Wochen und auch noch für lange Zeit sehr viel auf dem Spiel. Sehr viel. Dann muss unsere Frage und unsere Ermutigung, die uns hier aus dem Wort des Evangeliums heute entgegenkommt, darf nicht sein, wie müssen wir das Evangelium ändern, damit wir mit unseren Ansprüchen klarkommen, sondern wie müssen wir noch mehr das Evangelium ernst nehmen, damit wir unsere Ansprüche dem Evangelium gemäß gestalten. Das ist die ständige Forderung an uns, allen voran an die Amtsträger, die Hirten, sein sollen,
aber an uns alle, die wir getauft und gefirmt sind. Nicht das Evangelium muss sich ändern. Sein Anspruch, weil es die Wahrheit ist, bleibt. Vor diesem Anspruch, liebe Schwestern und Brüder, sind wir eingeladen, uns daraufhin zu ändern.